Okay, gut, dann beginnen wir mit dem Abend. Also herzlich willkommen. Wir freuen uns, wir vom AK Stopp Sexkauf im KOFRA mit der Unterstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung und auch der Städtegruppe von Terre des Femmes in München, freuen uns sehr über die große Teilnahme heute, über die hohe Anzahl der Anmeldungen. Wir freuen uns auch über Christa Paul, die zu ihrer Arbeit zu den KZ-Bordellen berichten wird, und über Manu Schon, die schon lange zum Thema Prostitution forscht und dagegen arbeitet. Ich begrüße auch Frau Henrici, die an der Gedenkstätte Dachau Führungen zum Thema macht und dazu gearbeitet hat. Wenn man das so hört, Zweiter Weltkrieg, KZ und dann Bordelle, dann klingt das zunächst für viele einfach wie ein schlechter Scherz, eigentlich ein indiskutabel schlechter Scherz, weil gesellschaftliche Klischees zu Bordellen gar nicht zu der Gewalt der Kriege oder zu Massenmorden passen oder zu passen scheinen. Das Thema wurde auch sehr lange nicht angefasst, obwohl das NS-Regime auch bei Bordellen ein sehr durchorganisiertes System hatte. Es gab Bordelle für alle möglichen Männergruppen. In den KZs, das ist das Schwerpunktthema heute Abend mit dem Hauptteil des Vortrags, aber auch zu zum Beispiel den verschleppten Zwangsarbeitern. Die hatten Bordelle mit der Begründung, es würde Vergewaltigungen verhindern. Es gab extra Bordelle für die deutschen Soldaten in den besetzten Gebieten. Die Begründung war, dass staatlich kontrollierte Bordelle die Verbreitung von Geschlechtskrankheiten eindämmen würden. Und es gab auch noch mal extra Bordelle für Offiziere. Das war getrennt. Neben diesen Mythen zur Männlichkeit, dass Männer das zum Triebabfuhr brauchen oder man dachte auch, es könnte Homosexualität verhindern, solche Ideen dienten diese Bordelle auch immer der Demütigung in den besetzten Gebieten. In Brest, in Frankreich, wurde das Gebäude einer Synagoge umgebaut als Bordell. Prostitution insgesamt als System hat eben immer mit Macht und Dominanz auch zu tun. Christa Paul, Professorin für soziale Arbeit in Hamburg, hat sich als erste dem Thema der KZ-Bordelle gewidmet und da auch den Überlebenden, die aus diesen Bordellen, den Raum gegeben, ihre Berichte und Erinnerungen zu zeigen. Sie hat ihn in den Mittelpunkt ihrer Arbeit gestellt und auch in ihrem Buch Zwangsprostitution eben einer größeren Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Und wir freuen uns eben heute Abend, oder es ist uns ein Anliegen, dass wir diese Entschuldigung, wir sind noch nicht ganz so fit mit der Technik, aber wir freuen uns jedenfalls. Und es ist uns ein Anliegen, diesen Abend der Christa Pauls Arbeit und auch den Frauen der damaligen Zeit einfach widmen zu können. Manu Schon ist Sozialwissenschaftlerin. Schwerpunkt ist Gewalt gegen Frauen und darin auch vor allem Prostitution. Wir kennen uns schon lange aus dem Engagement dagegen. Und es ist auch schön zu wissen, dass wir und viele, viele mit uns, die auch heute jetzt in dem Personen dabei sind, schon einiges in der Öffentlichkeit verändern konnten. Manu Schon ist Autorin auch eines Buchs. Das Buch heißt Ausverkauft, ein Standardwerk zur Prostitution, in dem sie das System im Spiegel von Wissenschaft und Politik analysiert und auch ausgestiegene Frauen und Feministinnen zu Wort kommen lässt. Einige technische Informationen, bevor wir anfangen können. Die Vorträge werden hier aufgenommen, also wir nehmen die auf. Wir werden allerdings die Tondokumente, die Frau Paul zur Verfügung, nicht zur Verfügung stellt, sondern die Tondokumente, die Frau Paul in ihrem Vortrag hat, aus den Ausnahmen nachher wieder herausnehmen. Ein Aufnehmen oder Verbreiten dieser Tondokumente ist nicht gestattet. Des Vortrags auch nicht, aber besonders auch dieser Dokumente nicht. Die Diskussion danach, die werden wir nicht aufzeichnen und der Chat kann auch nicht gespeichert werden. Während der Vorträge können die Teilnehmenden gerne in den Chat Verständnisfragen stellen. Die Fragen kommen bei uns an, wir sehen die und können die im Anschluss zunächst dann an die Referentinnen weitergeben. Nach dem Vortrag öffnen wir den Chat und haben auch das Gespräch. Dazu werde ich noch einige technische Details dann sagen. Und jetzt, also mit Dank an Frau Paul, an Manu Schon, auch an Liane Wissinger und Roswitha Reger, die von AK Stopp Sexkauf diesen Abend weitestgehend organisiert haben, übergebe ich das Wort an Frau Paul. Ja, danke schön, Inge Kleine. Bei mir poppt jetzt hier gerade was auf. Das muss ich mal kurz hier wegkriegen. Das stört mich schon den ganzen Tag. Jetzt ist es wieder hervorgekommen und arbeitet heftig irgendwas ab. So, jetzt bin ich losgeworden.
Ja, ich freue mich sehr über die Möglichkeit, über die Bordelle in den Konzentrationslagern hier aus Anlass auch des Internationalen Tags Gewalt gegen Frauen und Mädchen einen Vortrag zu halten. Ich habe eine PowerPoint-Präsentation dafür vorbereitet. Die fahre ich jetzt hoch. Da muss ich jetzt mal schauen, dass ich das alles richtig mache. Die sollte jetzt zu sehen sein. Ist zu sehen. Gut. Jetzt muss ich hier noch mal ein bisschen was verändern. Ja, also der Vortrag wird eine Dreiviertelstunde dauern und im Anschluss, das hatte Ihnen Kleine ja schon gesagt, gibt es nochmal zwei Tondokumente. Insofern ist es jetzt auch schon mal gleich am Anfang ein etwas längeres Programm. Für notwendig halte ich allerdings, das ist ein Zitat von Heinrich Himmler, dass in der freiesten Form den fleißig arbeitenden Gefangenen Weiber in Bordellen zugeführt werden. So äußerte sich Heinrich Himmler im März 1942 in einem Brief, in dem es um den Arbeitseinsatz von KZ-Häftlingen in den wirtschaftlichen Betrieben der SS ging. In dem Brief äußerte Himmler seine Überzeugung, nach der die Bordelle neben der Zahlung eines kleinen Akkordlohns dazu führen würden, die Arbeitsleistung der Häftlinge zu steigern. Dazu stellte er fest, wollte man diese beiden Bedingungen, besonders die erste, also die Errichtung der Bordelle, verneinen, hieße das welt- und lebensfremd zu sein. Wenige Monate später wurde im Konzentrationslager Mauthausen das erste Bordell in einem Konzentrationslager eröffnet. Ich muss mal kurz hier noch mal was suchen auf meinem Bildschirm. Einen Moment. Also wenige Monate später wurde im Konzentrationslager Mauthausen das erste Bordell in einem Konzentrationslager eröffnet. In vielen Berichten, die die ehemaligen Häftlinge der Konzentrationslager in den ersten Jahren nach dem Ende des Nationalsozialismus schrieben, wurden die Bordelle für die männlichen Häftlinge der Konzentrationslager erwähnt. Danach wurde die Existenz der Bordelle fast 50 Jahre lang bis zur Mitte der 1990er Jahre des 20. Jahrhunderts entweder gänzlich verschwiegen oder nur knapp erwähnt, ohne auf die Hintergründe für deren Errichtung einzugehen. Dies gilt auch für die Orte, an denen sie unbedingt hätten Erwähnung finden müssen, den Gedenkstätten der ehemaligen Konzentrationslager. Dieses Verschweigen betraf nicht nur die Bordelle in den Konzentrationslagern. Es betraf insbesondere die Häftlinge der Konzentrationslager, die als sogenannte Asoziale verfolgt und inhaftiert worden waren. Die meisten der Frauen, die in den Bordellen für die Häftlinge der KZs arbeiten mussten, gehörten zu dieser verfolgten Gruppe. In den Konzentrationslagern waren die Häftlinge in verschiedene Kategorien unterteilt. Dabei unterschied die SS Häftlinge, die aus politischen oder religiösen Gründen in den Konzentrationslagern eingesperrt waren oder als sogenannte Berufsverbrecher. Eine weitere Kategorie war Homosexualität. Auch Sinti und Roma bildeten eine der Häftlingskategorien. Alle Häftlinge trugen auf ihrer Kleidung aufgenähte farbige dreieckige Stoffstücke. Die Farbe für die sogenannten asozialen Häftlinge war schwarz.
Durch diese Kennzeichnung waren die Häftlinge auf den ersten Blick als Zugehörige einer bestimmten Häftlingskategorie erkennbar. Häftlinge, die als sogenannte Asozialen in einem Konzentrationslager waren, wurden über Jahrzehnte eine Entschädigung für ihre Haftzeit verweigert. In dieser Entschädigungspraxis drückte sich eine Haltung der Nachkriegsgesellschaft aus, auf die ich an späterer Stelle dieses Vortrags noch eingehen werde. Diese Haltung ist ein Grund dafür, warum die Häftlingsbordelle der Konzentrationslager lange kein Thema waren. Seit Mitte der 1990er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde die Verfolgung der sogenannten Asozialen von einer kritischen Geschichtswissenschaft, die die Geschichte des Nationalsozialismus differenzierter untersuchte, thematisiert und in diesem Zusammenhang auch die Geschichte der Konzentrationslager. Die Gruppe der als sogenannte Asoziale Verfolgten geriet in den Blick und erste zaghafte politische Entscheidungen führten dazu, dass geringe Zahlungen als Kompensation für erlittenes Unrecht im Nationalsozialismus auch für die als sogenannte asoziale Verfolgten möglich wurden. Das galt insbesondere für ehemalige Häftlinge der Konzentrationslager. Das Verschweigen der Häftlingsbordelle war auch darin begründet, dass es dabei um Prostitution ging. Prostitution ist ein Thema, dessen Erörterung grundsätzlich von spezifischen Rahmenbedingungen, wie beispielsweise der Tabuisierung, mitbestimmt ist. In diesem Vortrag geht es neben den Fragen danach, wie es zur Errichtung der Bordelle kam, wie deren Betrieb organisiert war, welche Frauen dort Sex, Zwangsarbeit leisten mussten, auch darum, wie über die Frauen gesprochen wurde, wenn sie erwähnt wurden. In dem Vortrag geht es auch um die Gründe für die Tabuisierung der Bordelle für männliche Häftlinge und darum, welche Mythen sich bildeten. Im Kern zielt der Vortrag darauf ab, die jahrzehntelange mangelhafte öffentliche Wahrnehmung und Kontroverse der Bordelle für männliche Häftlinge der Konzentrationslager als einen Ausdruck für das Verdrängen und Bagatellisieren von sexualisierter Gewalt an Frauen einzuordnen. Zuerst möchte ich jedoch auf die Prostitutionspolitik im Nationalsozialismus eingehen. Das tue ich unter der Überschrift Verfolgung von Frauen aufgrund ihres sexuellen Verhaltens. Dann gehe ich auf die eben erwähnten Aspekte ein. Daran anschließend werde ich die Entschädigungspolitik thematisieren und zuletzt möchte ich über das aktuelle Gedenken an die Frauen berichten, die in den Häftlingsbordellen arbeiten mussten. Noch eine Anmerkung zu den Quellen für diesen Vortrag. Ich beziehe mich auf veröffentlichte und unveröffentlichte Berichte von ehemaligen Häftlingen der Konzentrationslager und auf wissenschaftliche Studien zur Geschichte der Konzentrationslager sowie auf etliche Publikationen über die Sexzwangsarbeit in den Konzentrationslagern, die in den vergangenen Jahren erschienen sind. Diese Quellen sind im Anhang an diese PowerPoint-Präsentation für diesen Vortrag auch angehängt. Eine letzte Anmerkung: In dem Vortrag verwende ich die Begriffe Prostitution, Sexarbeit, Sexzwangsarbeit als Synonyme. Und im Anschluss an den Vortrag werden wir insbesondere über dieses Wording wahrscheinlich auch nochmal sprechen werden. Die Frauen, die in den KZ-Bordellen arbeiteten, kamen aus dem Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, beziehungsweise aus dem Lager Auschwitz-Birkenau. Viele von ihnen waren in ein Konzentrationslager eingesperrt worden, weil sie entweder gegen Gesetze verstoßen hatten, mit denen die Prostitution während des Nationalsozialismus reglementiert wurde oder wegen anderer Formen sexuellen Verhaltens, die während des Nationalsozialismus bestraft wurden. Das ist der Grund dafür, warum ich hier zunächst darauf eingehe. Die nationalsozialistische Prostitutionspolitik war extrem rigide und wurde schon im Frühjahr 1933 durch das Reichsgesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten eingeleitet. Mit diesem Gesetz wurden zum Beispiel gynäkologische Zwangsuntersuchungen Pflicht und Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen konnten mit einer Haftstrafe belegt werden. Nur 6 Jahre zuvor, im Jahr 1927, waren Gesetze, die die Prostitution betrafen, liberalisiert worden. Mit den Regelungen aus dem Frühjahr 1933 wurde auch die Definition von
Prostitution geändert. Und die Beweise, die erbracht werden mussten, um eine Frau als Sexarbeiterin zu erfassen, wurde immer lapidarer. So konnte schon sogenanntes auffälliges sexuelles Verhalten als Prostitution erfasst werden. Auch Frauen mit häufig wechselnden Geschlechtspartnern liefen Gefahr, als Prostituierte registriert zu werden. So vergrößerte sich der Kreis von Frauen, die als Prostituierte galten. Frauen, die als Sexarbeiterin registriert worden waren und die gesetzlichen Auflagen nicht nachgaben, konnten in ein Konzentrationslager eingeliefert werden. Letztlich betraf dies Tausende von Sexarbeiterinnen. Mit diesen Maßnahmen sollte Sexarbeit im Nationalsozialismus aber nicht unterbunden, sondern lediglich öffentlich unsichtbar gemacht und unter staatlich vorgegebenen Bedingungen sichergestellt werden. Sexarbeiterinnen sollten umfassend kontrolliert werden. Sowohl die SS als auch die Wehrmacht propagierte die Notwendigkeit von Sexarbeit und verwies dabei auf den Kampf gegen Homosexualität und die Verhütung von Geschlechtskrankheiten. Neben den Gesetzen zur Reglementierung von Prostitution gab es während des Nationalsozialismus noch weitere Gesetze, mittels derer sexuelles Verhalten von Frauen sanktioniert wurde. Diese Gesetze waren rassistisch motiviert und wurden ebenfalls zu Instrumenten geschlechtsspezifischer Verfolgung. Die Bezeichnung für diese Delikte war die sogenannte Rassenschande und der sogenannte verbotene Umgang. Als Rassenschande wurden mit den Nürnberger Gesetzen vom September 1935 sexuelle Verhältnisse zwischen sogenannten arischen Menschen und Jüdinnen und Juden unter Strafe gestellt. Kontakte zwischen Deutschen, denen durch die Nürnberger Gesetze die deutsche Staatsbürgerschaft nicht aberkannt worden war, und Fremd- und Zwangsarbeiterinnen sowie Kriegsgefangenen wurden als sogenannter verbotener Umgang strafbar. Wichtig für ein Wissen über Hintergründe zu den Bordellen für männliche Häftlinge der Konzentrationslager ist die nationalsozialistische Prostitutionspolitik auch deshalb, weil vorgesehen war, dass dort solche weiblichen Häftlinge arbeiten sollten, die, Zitat, aus sittlichen Gründen ohnehin für die Volksgemeinschaft verloren waren. Zitat Ende. Im Folgenden gehe ich auf die Errichtung der Bordelle in den Konzentrationslagern ein. Nachdem im Herbst 1942 im KZ Mauthausen nach dem eingangs schon erwähnten Besuch von Heinrich Himmler das erste Bordell für männliche Häftlinge der Konzentrationslager eröffnet worden war, folgte kurz darauf die Eröffnung eines Bordells im Nebenlager Mauthausen-Busen. Ein Jahr später, im Juni 1943, wurde dann als Leistungsanreiz für die Häftlinge der Konzentrationslager die sogenannte Prämienverordnung verabschiedet, die für alle Konzentrationslager galt. In der Prämienverordnung wurden gestaffelte Belohnungen für den Arbeitseinsatz der Häftlinge geregelt. Diese Hafterleichterungen, Vergünstigungen waren beispielsweise vermehrter Briefwechsel, Verpflegungszulagen, Geldprämien und Tabakwarenbezug. Die höchste Vergünstigung, die ein Häftling nach der Prämienverordnung bekommen sollte, war die Erlaubnis, das Bordell aufsuchen zu können. Wörtlich heißt es dort, Zitat, nur Spitzenkräften soll auf Wunsch als besondere Belohnung der Besuch eines Bordells ermöglicht werden. Zitat Ende. Durch die Prämienverordnung vergrößerte sich die Gruppe der Häftlinge, die für bestimmte Arbeiten Vergünstigungen erhielten. Die SS setzte in den Konzentrationslagern die sogenannte Häftlingsselbstverwaltung um. Das bedeutete, dass Häftlinge in die Organisation der Verwaltung und in die Organisation von Arbeitsabläufen der Konzentrationslager mittels bestimmter Funktionen eingebunden. Die Häftlinge, die solche Aufgaben übernommen hatten, hatten schon vor Verabschiedung der Prämienverordnung bestimmte Vergünstigungen. Zu diesen Häftlingen kamen nun durch die Prämienverordnung vom Mai 1943 als weitere Häftlingsgruppe, die zukünftig Vergünstigungen erhalten sollte, solche Häftlinge hinzu,
die eine berufliche Qualifikation hatten, die für die den Konzentrationslagern angegliederten Industriebetriebe gebraucht wurden. Diese Industriebetriebe wurden unter der Ägide der SS von deutschen Unternehmen in der Nähe der Konzentrationslager aufgebaut. Zeitlich fiel der Ausbau dieser Betriebe und die Errichtung der Bordelle in den Konzentrationslagern zusammen. Teilweise wurde die Errichtung von Bordellen als Leistungsanreiz für die Häftlinge von Industrieunternehmen ausdrücklich gefordert. Die Errichtung der Bordelle für Häftlinge der Konzentrationslager stand also im Zusammenhang mit dem zunehmenden Arbeitseinsatz von Häftlingen in der Rüstungsindustrie und folgte der Absicht der SS, die Arbeitsleistung der Häftlinge durch Leistungsanreize zu erhöhen. Zu berücksichtigen und wichtig ist, dass die Masse der Häftlinge der Konzentrationslager zu den Bordellen keinen Zugang hatte und auch zu den anderen Vergünstigungen keinen Zugang hatte. Nach der Verabschiedung der Prämienverordnung wurden in den Konzentrationslagern Flossenbürg, Buchenwald, Auschwitz-Stammlager, Auschwitz-Monowitz, Dachau, Neuengamme, Sachsenhausen und Mittelbau-Dora Bordelle errichtet. Ich komme nun zu den Frauen, die in den Häftlingsbordellen Sex-Zwangsarbeit leisten mussten. Die Frauen, die in den Bordellen der Konzentrationslager Sex-Zwangsarbeit leisten mussten, kamen aus Auschwitz-Birkenau, sofern sie für die Bordelle Auschwitz-Stammlager und Auschwitz-Monowitz rekrutiert wurden. Für die Bordelle der anderen Konzentrationslager wurden sie im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück rekrutiert. Ab 1944 rekrutierte die SS auch Frauen aus Außenlagern und sogenannten Evakuierungstransporten. Robert Sommer hat in seiner Untersuchung über die KZ-Bordelle viele der Frauen namentlich erfassen können, die in einem Häftlingsbordell arbeiten mussten. Anhand von Dokumenten hat er zusammengetragen, in welche Häftlingskategorie die Frauen eingeordnet waren und welche Nationalität sie hatten. Aufgrund dieser Daten kann von einer Gesamtzahl von 210 Frauen ausgegangen werden, die in einem KZ-Bordell arbeiten mussten. Von diesen Frauen sind 174 namentlich nachgewiesen. Die Nationalität dieser 174 Frauen war folgende. 114 waren Deutsche, 46 waren Polen, 13 waren Russinnen oder Staatsbürgerinnen anderer osteuropäischer Länder. Eine Frau war Niederländerin. Von 103 der 114 deutschen Frauen ist die Häftlingskategorie bekannt. Danach gehörten zu diesen 103 deutschen Frauen 88 der Häftlingskategorie Asoziale an, 9 der Häftlingskategorie Politische und 4 gehörten der Häftlingskategorie Kriminelle an. 2 Frauen waren sowohl als sogenannte Asoziale als auch als Politische erfasst. Über die Art und Weise, wie die Frauen für die Bordellarbeit rekrutiert wurden und wie es ihnen in den Häftlingsbordellen erging, gibt es Hinweise in Häftlingsberichten, die nach dem Ende des Krieges veröffentlicht wurden. Außerdem gibt es einige wenige Interviews und Berichte von Frauen, die selbst in einem Häftlingsbordell Sexzwangsarbeit leisten mussten. Im Folgenden wird zunächst ausschließlich auf die Äußerungen diesbezüglich in den veröffentlichten Berichten von ehemaligen Häftlingen der Konzentrationslager, also nicht den Frauen, die in den Bordellen gearbeitet haben, Bezug genommen. Als Abschluss, das hatte ich schon angekündigt, gibt es dann Interviews mit 2 Frauen, die in einem Bordell Sexarbeit leisten mussten. Gemäß der Berichte von ehemaligen Häftlingen konnten sich die Frauen für die Arbeit im Bordell melden oder sie wurden ausgesucht. In den Berichten gibt es Hinweise darauf, dass im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück Häftlingsfrauen den Auftrag hatten, in bestimmten Blocks Frauen für die Bordelle anzuwerben. Dabei versprachen sie, dass die Frauen, die sich für die Bordellarbeit meldeten, dort bessere Lebensbedingungen haben würden. Hierzu noch ein kurzer Exkurs. Die Lebensbedingungen waren für Frauen, die als sogenannte Asoziale im Lager Ravensbrück waren, besonders schlecht. Die als sogenannte Asoziale in den Konzentrationslagern inhaftierten Frauen und Männer
waren insgesamt besonders schlechten Lebensbedingungen in den Lagern unterworfen. An der Lagerselbstverwaltung waren sie in der Regel nicht beteiligt. Diese Position nahmen mehrheitlich Häftlinge ein, die aus politischen Gründen verhaftet worden waren oder teilweise Häftlinge, die als sogenannte Berufsverbrecher im Konzentrationslager waren. Die Häftlinge mit Funktionen sorgten jeweils dafür, dass die Häftlinge der eigenen Häftlingskategorie bessere Überlebenschancen hatten, indem sie diese in weniger kräftezehrende Arbeitskommandos einteilten. Die sogenannten asozialen Häftlinge waren nicht in dieser Art und Weise organisiert. Diese Gruppe war sehr heterogen. Das bedeutete für die einzelne Person, stärker auf sich selbst gestellt gewesen zu sein und weniger die Solidarität einer Gruppe zu erfahren. Die Häftlinge, denen gemäß der Prämienverordnung der Bordellbesuch erlaubt war, mussten den Aufenthalt im Bordell beantragen und mit Lagergeld bezahlen. Aus Abrechnungsbelegen geht hervor, dass die Häftlingsfrauen einen Teil dieses Geldes erhalten sollten. Darüber, dass eine Frau dieses Geld tatsächlich erhalten hat, ist mir nichts bekannt. In den Bordellen mussten die Frauen täglich arbeiten. Die Arbeitszeit umfasste täglich einige Stunden. Die in den Häftlingsberichten erhaltenen Hinweise auf die Lebensbedingungen der Frauen in den Bordellen und die Angaben der interviewten Frauen deuten darauf hin, dass zum Beispiel die Menge und die Qualität des Essens und die materielle Ausstattung in den Bordellbaracken tatsächlich erheblich besser war als zuvor im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück bzw. in Auschwitz-Birkenau. Angesichts einer ausreichenden Versorgung mit Lebensmitteln, den guten Möglichkeiten für Körperhygiene und der besseren Unterbringung waren die physischen Überlebenschancen der Frauen, die in dem Häftlingsbordell Zwangsarbeit leisten mussten, tatsächlich wesentlich höher, als sie sie im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück gehabt hatten. Eine Besonderheit des Alltags der Häftlingsfrauen in den Bordellbaracken war, dass es ihnen verboten war, das Lagergelände zu betreten. Die Bordellbaracken waren baulich durch Zäune vom Rest des jeweiligen Lagergeländes abgetrennt. Die Frauen waren damit innerhalb des jeweiligen Lagers isoliert vom Rest des Lagers. Sie hatten eine Sonderstellung. Diese Sonderstellung drückte sich auch darin aus, dass die Bordellbaracken im Schriftwechsel der SS über die Bordelle als Sonderbaracken bezeichnet wurden. Der Sonderstatus zeigte sich neben einer Umzäunung auch dadurch, dass für die Errichtung der Bordellbaracken auf dem Gelände des jeweiligen Lagers eine Platzierung am Rand vorgesehen war. Im Weiteren gehe ich auf spezifische Aspekte ein, die die ehemaligen Häftlinge nach dem Ende des Nationalsozialismus im Zusammenhang mit den Häftlingsbordellen thematisierten und durch die deutlich wird, wie sehr die Frauen die Sexzwangsarbeit in den Bordellen für männliche Häftlinge leisten mussten, aus der Häftlingsgemeinschaft ausgegrenzt und stigmatisiert wurden. Diese Ausgrenzung und Stigmatisierung korrespondiert mit der diskriminierenden Praxis gegenüber Sexarbeiterinnen, die sie in der Zeit während und nach dem Nationalsozialismus auch außerhalb der Konzentrationslager üblich war. Veröffentlichte und unveröffentlichte Häftlingsberichte, in denen die KZ-Bordelle erwähnt werden, liegen sowohl von ehemaligen männlichen als auch von ostmännlichen Häftlingen aus den Konzentrationslagern als auch von in denen die Bordelle errichtet worden waren, als auch von weiblichen Häftlingen aus dem Frauenkonzentrationslager Ravensbrück vor, die zum Beispiel Rekrutierungen beobachtet haben, weil sie im Krankenrevier gearbeitet haben oder als Block- und Stubenälteste. Hierzu möchte ich zunächst erwähnen, dass die ehemaligen Häftlinge in den ersten Jahren nach dem Ende des Nationalsozialismus in persönlichen Erinnerungsberichten über die KZ-Haft, die Häftlingsbordelle oft erwähnten und etliche auch die besondere Gewalt beschrieben, die die Häftlingsfrauen in den Bordellen ausgesetzt waren. Zeitgleich gab es jedoch auch die Berichte mit diskriminierenden Äußerungen, auf die ich hier eingehen möchte. Einer, der sich besonders drastisch äußerte, war Eugen Pogon, dessen oft auf, wieder auferlegt
gelegtes Buch Der SS-Staat enthält folgende Beschreibung über die Frauen, die zu Sexzwangsarbeit in dem Konzentrationslager Buchenwald verbracht worden waren. Zitat: Die mitgebrachten Krankenblätter wiesen immerhin überstandene Krankheiten von einer Art aus, die nicht gerade einen übermäßig seriösen Lebenswandel ihrer Vor-KL-Zeit dokumentierte. Bis auf wenige Ausnahmen haben sie sich in ihr Schicksal ziemlich hemmungslos gefügt. Zitat Ende. Ein weiterer Autor ist Georges Simpoun, der in seinem Buch über die Frauen, die im Bordell arbeiten mussten, als Nutten schreibt. Simpoun veröffentlichte sogar aus erhaltenen Abrechnungsbelegen aufgelistete Namen der Häftlingsfrauen und beteuerte deren Richtigkeit. Auch weibliche Häftlinge des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück berichteten ähnlich geringschätzig über die Frauen. Eine dieser herabwürdigenden Aussagen lautet, Zitat, zu dieser Arbeit, und Arbeit ist hier in Anführungszeichen geschrieben, meldeten sich unsere Prostituierten freiwillig und betrachteten es als Ehre, ausgeliehen zu werden. Zitat Ende. Die zuletzt zitierte Aussage einer Ravensbrücker Häftlingsfrau verweist auf zwei Besonderheiten im Zusammenhang mit den Häftlingsberichten über die Sexzwangsarbeit. Die erste ist die Frage danach, wie die Frauen für die Bordellarbeit rekrutiert wurden. Im Zentrum steht hier die Frage, ob sie sich dafür meldeten oder ohne ihr Wissen dafür selektiert wurden. Dass sich die Frauen, Zitat, freiwillig für die Bordellarbeit meldeten, wird in den Berichten der ehemaligen Häftlinge immer wieder erwähnt. Die Erwähnung der freiwilligen Meldung für die Arbeit im Häftlingsbordell in den Berichten sind etwas Besonderes, weil es in den Konzentrationslagern üblich war, dass sich Häftlinge für bestimmte Arbeitskommandos melden konnten und die damit verbundenen Vergünstigungen bekannt und als solche nicht hinterfragt wurden. Dass solche Meldungen für bestimmte Arbeitskommandos unter den Bedingungen in den Konzentrationslagern als Folge von Zwang betrachtet werden mussten, wird in den Berichten ansonsten nicht bestritten. Ausnahmen, die solche Meldungen von Häftlingen zur Folge hatten, sind dann vorzufinden, wenn es sich um Aufgaben handelte, die einen Schaden für andere Häftlinge nach sich zogen. Die Thematisierung einer möglichen, Zitat, freiwilligen Meldung für die Arbeit in einem Häftlingsbordell sticht also heraus. Sie bezieht sich auf eine spezifische moralische Dimension, die ansonsten bei Erörterungen über die Bedingungen von Arbeit der Häftlinge in den Konzentrationslagern nicht als relevant betrachtet wird. Auch dass Sexzwangsarbeit in einem Häftlingsbordell im Kontext von Arbeit bzw. von Zwangsarbeit betrachtet werden muss, wird in den Berichten oft ausgeblendet. Im hier erwähnten Zitat zeigt sich dies, indem das Wort Arbeit in Anführungszeichen besetzt ist. Erwähnen möchte ich hier noch, dass sich der ausgrenzende und stigmatisierende Tenor auch in wissenschaftlichen Arbeiten über Konzentrationslager wiederfindet. Falk Pingel etwa publizierte 1978 eine Studie über Konzentrationslager, in der er das Bordell unter der Überschrift kulturelle Aktivitäten im Konzentrationslager einordnet. Und auch Wolfgang Sowski, der über die Ordnungs- und Herrschaftsstrukturen in den Konzentrationslagern unter Berücksichtigung der Häftlingsselbstverwaltung gearbeitet hat, schreibt in seinem 1993 herausgegebenen Buch von einer Hure, auf die männliche Häftlinge im KZ-Bordell trafen. In seiner Arbeit erwähnt Sowski mit keinem Wort die Frauen. Er schreibt nichts darüber, wer sie waren, woher sie kamen, wie es dazu kam, dass es KZ-Bordelle gab und unter welchen Bedingungen sie dort lebten und Sextransarbeit leisten mussten. Das war 1993. Die häufigen Erwähnungen sogenannter freiwilligen Meldungen sind ein Gesichtspunkt, der in der Forschung zu den Bordellen der Konzentrationslager aufgegriffen wird, um die Position der Frauen in den Häftlingsbordellen, die in den Häftlingsbordellen arbeiten, in der Häftlingsgesellschaft zu verdeutlichen.
So bezeichnen Insa Eschebach und Katja Jedermann die häufige Erwähnung der Freiwilligkeit als, Zitat, zentrale Argumentationsfigur. Eschebach und Jedermann heben damit hervor, dass die ehemaligen Häftlinge, die den Zwangscharakter der Bordellarbeit leugneten und die sogenannten freiwilligen Meldungen betonten, ein Legitimationsmuster für die männlichen Häftlinge schufen, die das Bordell nutzten. Über die sogenannte Freiwilligkeit kann aufgrund einer Zusammenschau der vorhandenen zeitgenössischen Quellen letztlich festgestellt werden, dass ein Teil, also wenn es dann darum geht zu erörtern, wie kam es letztlich dazu, dass die Frauen in den Modellen gearbeitet haben, kann letztlich festgestellt werden, dass ein Teil der Häftlingsfrauen wusste, für welche Art von Zwangsarbeit sie rekrutiert wurden und sich dazu bereit erklärte. Gleichfalls gibt es jedoch auch wahrscheinlich oder gab es sehr wahrscheinlich auch Frauen, die nicht wussten, für welche Arbeit sie ausgewählt wurden. Berichte von den Frauen, die in einem Häftlingsbordell Sexzwangsarbeit leisten mussten, sind äußerst selten. Dies lässt sich zum einen damit erklären, dass den Arbeitskommandos Häftlingsbordell aller Konzentrationslager wahrscheinlich nicht mehr als 210 Frauen angehören. Weitere Erklärungen liegen einerseits in der diskriminierenden Haltung gegenüber den Frauen, die in den Häftlingsbordellen gearbeitet haben, in der Tabuisierung der Häftlingsbordelle nach 1945 und in der Verweigerung von Entschädigungszahlungen für die Frauen, wenn sie als sogenannte Asoziale im Lager gewesen waren. Dazu möchte ich noch folgenden Hintergrund nennen. Sowohl die ehemaligen Häftlinge, die sich in verfolgten Verbänden zusammengeschlossen hatten, als auch die KZ-Gedenkstätten wollten diesen Aspekt der Geschichte nicht erwähnen. Sie befürchteten, die Erwähnung der Bordelle hätte negative Folgen für das Gedenken an das Leiden der KZ-Häftlinge. Eine Überlegung dabei war, dass ein falscher Eindruck vom Alltag in den Konzentrationslagern entstehen würde, wenn die Häftlingsbordelle erwähnt werden. Diese Einschätzung führte dazu, dass zum Beispiel in der Gedenkstätte Buchenwald in den 50er Jahren eine Direktive ausgegeben wurde, das Häftlingsbordell bei Führung auf gar keinen Fall zu erwähnen. Auch die Maßnahme der Gedenkstätten Sachsenhausen und Dachau im Jahr 1961, die bis zu diesem Zeitpunkt noch erhaltenen Bordellbaracken abzureißen, kann in diesem Zusammenhang gestellt werden. Erst ab Mitte der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts wurden die Häftlingsbordelle in Ausstellungen der KZ-Gedenkstätten thematisiert. Und noch im Jahr 2003 fehlten zum Beispiel in den Gedenkstätten Dachau, Buchenwald und Sachsenhausen auf dem jeweiligen ehemaligen Lagergelände jegliche Hinweise auf die Bordellbaracke. Eine Recherche dazu, wie der Stand diesbezüglich aktuell ist, konnte ich im Rahmen der Vorbereitung für diesen Vortrag nicht leisten. Die Existenz der Häftlingsbordelle sollte also verschwiegen werden. Sie wurde tabuisiert. Ein Grund für diese Tabuisierung ist die von männlichen Häftlingen befürchtete eigene Diskreditierung. Auch Christel Wickert hat über dieses Phänomen publiziert. Sie stellte dazu fest, dass auch die Integration der ehemaligen Häftlinge in das SS-Zwangssystem, die sich in der Errichtung, dem Betrieb und der Nutzung der Bordelle durch die Häftlinge ausdrückte, dass das ein Grund war, die ehemaligen Häftlinge nach 1945 dazu zu veranlassen, eine Haltung einzunehmen, mit der sie die Bordelle entweder tabuisierten oder, wenn sich eine Erwähnung nicht umgehen ließ, die Frauen, die dort arbeiteten, diskriminierend zu beschreiben, um sich selbst zu entlasten. In diesem Zusammenhang möchte ich auf den Aufruf zum Boykott der Bordelle durch die politischen Häftlinge eingehen. In der Gruppe der ehemaligen politischen Häftlinge wurde also dazu aufgerufen, nicht in das Bordell zu gehen. Hintergrund und Argumentation für diesen Boykottaufruf war der Hinweis, durch das Angebot, in ein Bordell gehen zu können, versuche die SS, die politischen Häftlinge zu korrumpieren. Dazu möchte ich erwähnen, mit der sexualisierten Gewalt, der die Frauen in den Bordellen ausgesetzt waren, wurde der Boykottaufruf nicht begründet. Dem Boykottaufruf folgten nicht alle politischen Häftlinge. Als Besonderheit in diesem Zusammenhang kann ein 1994 erschienenes Buch mit dem Titel
der gesäuberte Antifaschismus gelten. Der Autor Lutz Niethammer veröffentlichte darin Dokumente, die aus einer SED-Parteiuntersuchung im Jahr 1946 stammen, sowie Dokumente über das Verhalten der Machtelite der DDR gegenüber den kommunistischen ehemaligen Häftlingen. In diesen Dokumenten werden das Buchenwalder Häftlingsbordell und die Haltung der Buchenwalder Kommunisten zum Bordell häufig erwähnt. Dabei geht es um die Frage, ob dieser oder jener Kommunist im Bordell war. Die Aufenthalte im Bordell wurden zum Prüfstein für deren politische Integrität. Auch hier war übrigens die Situation der Frauen in den Häftlingsbordellen kein Thema. Für die Frauen, die in den Häftlingsbordellen gearbeitet haben, bedeutete die Tabuisierung der Häftlingsbordelle, dass sich ihre Erfahrungen nicht in der Aufarbeitung der Geschichte der Konzentrationslager widerspiegelten. So erfuhren sie eine fortgesetzte Ausgrenzung. Das zeigt sich auch daran, dass, wenn sie überhaupt erwähnt wurden, oft ausschließlich von Prostituierten die Rede war. Und so suggeriert wurde, sie seien gar keine Häftlinge gewesen. Zu bedenken ist dabei, dass die Stigmatisierung von Prostitution eine lange Tradition hat und Prostitution auch nach 1945 kriminalisiert wurde. Ein Beispiel dafür, womit die ehemaligen Sexarbeiterinnen nach 1945 in beiden deutschen Staaten zu rechnen hatten, wenn bekannt wurde, dass sie Sexzwangsarbeit geleistet hatten, liefert ein Gerichtsverfahren, das 1952 in Magdeburg gegen eine ehemalige Ravensbrücker Häftlingsfrau stattgefunden hat. In diesem Prozess kam zur Sprache, dass die angeklagte Frau im Häftlingsbordell des Konzentrationslagers Sachsenhausen gearbeitet hat. Daraufhin fand das Gericht, dass ihre freiwillige Meldung für die Arbeit im Häftlingsbordell als ein Indiz für die besonders schlechte Persönlichkeit der Angeklagten zu werten ist. Bei der Frage nach den Gründen für das Schweigen der Frauen ist auch die Entschädigungspolitik von Bedeutung. Das im Jahr 1953 in der DDR in Kraft getretene Bundesentschädigungsgesetz schloss den Anspruch von als sogenannte asoziale Verfolgten auf Entschädigung aus. Dieses Gesetz folgte dem Grundsatz, dass nicht die Verfolgung an sich zu Ansprüchen auf Entschädigung führte, sondern dass der Grund für die Verfolgung ausschlaggebend war. Als Gründe, die Entschädigungsleistungen nach sich zogen, galten ausschließlich politische, rassische und religiöse Verfolgung. Die Wahrnehmung der verfolgten Gruppe der sogenannten Asozialen war also auch davon geprägt, beziehungsweise war auch davon geprägt, dass ihnen auch eine eigene Schuld an ihrer Verfolgung zugeschrieben wurde. Erst Ende der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts kam es zu einer bundesweiten Regelung, die Entschädigungszahlungen ermöglichte. Im Rahmen des allgemeinen Kriegsfolgengesetzes wurde ein Härtefonds eingerichtet, der Entschädigungszahlungen für Menschen vorsah, die aus sozialen Gründen in einem Konzentrationslager eingesperrt waren. Abschließend möchte ich dazu festhalten, dass Frauen, die in einem Häftlingsbordell Sexzwangsarbeit leisten mussten, jahrzehntelang einem immensen Rechtfertigungsdruck ausgesetzt waren und kaum eine Chance hatten, die Erfahrung von Sexzwangsarbeit im Austausch mit anderen zu reflektieren und in ihr eigenes Leben zu integrieren. Ich möchte nun in einem weiteren Schritt auf eine aktuelle Entwicklung im Kontext des Gedenkens an die Sexzwangsarbeit eingehen. Anfang der 2000er Jahre begann eine Frauengruppe aus Bielefeld bei dem jährlichen Gedenken an die Befreiung des Konzentrationslagers Ravensbrück ausdrücklich auch der Frauen zu gedenken, die vom Lager Ravensbrück aus in die Häftlingsbordelle der Konzentrationslager für Männer verbracht worden waren. Sie taten dies, indem sie Jahr für Jahr ein Blumengesteck mit einem Gedenkband niederlegten. Mit großer Beharrlichkeit verfolgte die Bielefelder Gruppe ihr Ziel, ein Gedenkzeichen zur Erinnerung an die Frauen, die Sexzwangsarbeit leisten mussten, auf dem Gelände der Gedenkstätte Ravensbrück zu errichten. In diesem Jahr,
anlässlich des 76. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Ravensbrück im April 2021 wurde dieses Gedenkzeichen in der Gedenkstätte errichtet. Die beiden Künstlerinnen Roswitha Baumeister und Karin Kröll haben es gestaltet. Aus diesem Anlass hat die Bielefelder Projektgruppe auch einen Film produziert. In dem Film werden die Hintergründe für das Gedenkzeichen, der lange und beharrliche Einsatz der Bielefelder Projektgruppe für das Gedenkzeichen auf dem Gelände der Mahn- und Gedenkstätte thematisiert. Der Film ist bei YouTube eingestellt. Das Gedenkzeichen und die dazugehörende Tafel erinnern nun auf dem Lagergelände an die Frauen, die Sexzwangsarbeit leisten mussten. In der Gedenkstätte Ravensbrück werden die Häftlingsbordelle in der Hauptausstellung schon seit etlichen Jahren ausführlich thematisiert. Ich möchte nun die Ausschnitte aus den Interviews abspielen, die ich Anfang der 1990er Jahre zusammen mit Reinhold Kassing im Rahmen unserer ersten Recherche über die Bordelle für Konzentrationslager mit zwei Frauen führen konnte, die in einem Häftlingsbordell arbeiten mussten. Zu diesem Zeitpunkt, als wir diese Interviews führten, war es möglich geworden, dass Personen, die als sogenannte Asoziale eine Haftzeit in einem Konzentrationslager verbracht hatten, einen Antrag auf finanzielle Entschädigung für ein während des Nationalsozialismus erlittenes Unrecht stellen konnten. Es ist anzunehmen, dass die Interviews mit diesen beiden Frauen nicht entstanden wären, wenn es diese finanzielle Entschädigung zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben hätte. Die Kontakte zu den beiden Frauen kamen durch Organisationen zustande, an die sich die Frauen mit der Bitte um Unterstützung bei der Antragstellung gewandt hatten. Diese beiden Organisationen waren die Projektgruppe für die vergessenen Opfer des Nationalsozialismus in Hamburg. Namentlich war es Beate Buck, die bei der Projektgruppe arbeitete, die den Kontakt zu Frau W. herstellte. Die andere Organisation war die VVN Hamburg, also der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Hamburg und der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Über die VVN kam der Kontakt zu Frau B. zustande. Die beiden Interviewzusammenschnitte sind übrigens von mir selbst und deshalb in recht eher amateurhafter Art und Weise zusammengeschnitten. Der erste Zusammenschnitt stammt aus dem Interview mit Frau B. Zur Einführung in diesen Interviewausschnitt möchte ich einige Angaben über die zur Biografie von Frau D. machen. Frau B. wurde 1922 in Halle an der Saale geboren. Im Interview berichtet sie, ihre Mutter sei im Jahr 1936 gestorben, als sie 12 Jahre alt war. Ein Jahr danach habe ihr Vater wieder geheiratet. Daraufhin sei sie von zu Hause ausgerissen und nachdem sie wieder nach Hause gekommen war, sei sie in ein Erziehungslager. Aufenthalte in Erziehungsheimen und Orten, die Frau B. als Lager bezeichnete, folgten. Im Dezember 1943 kam sie ins Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Als Verfolgungsgründe nennt Frau B. Arbeitsverweigerung und Kontakt zu ausländischen Arbeitern. Frau B. war als sogenannte Asoziale ins Konzentrationslager eingesperrt worden. In Ravensbrück arbeitete Frau B. in verschiedenen Arbeitskommandos. Sie berichtet, dass im Frühjahr 1945 beim Appell ihr Name aufgerufen worden sei und sie gemeinsam mit anderen Frauen von der SS begutachtet wurde. Sie habe zu einer kleinen Gruppe von Frauen gehört, die ausgesucht wurden. Frau B. berichtete, nicht gewusst zu haben, für welches Arbeitskommando sie ausgesucht wurde. Frau B. erinnert sich, 3 Wochen lang bessere Nahrung bekommen zu haben und dann auf Transport gekommen zu sein. Nach einem Zwischenstopp in einem anderen Lager sei sie im Konzentrationslager Mittelbau-Dora angekommen. Sie berichtete, 2 Wochen nach ihrer Ankunft habe sie im Häftlingsbordell von Mittelbau-Dora beginnen müssen, Sexzwangsarbeit zu leisten. Nach der Auflösung des Lagers Mittelbau-Dora im April 1945 sei sie in ein anderes Lager verbracht worden. Aus diesem sei sie, so Frau B., von amerikanischen Soldaten befreit worden. Nach dem Krieg ging Frau B. nach Hamburg. Dem Antrag auf Leistungen nach dem Allgemeinen Kriegsfolgengesetz
den sie Ende 1990 mit Unterstützung der VVN gestellt hatte, wurde stattgegeben. Sie erhielt eine einmalige Zahlung und ab dem 1. Februar 1991 eine laufende finanzielle Unterstützung. Im Herbst desselben Jahres, 1991, ist Frau B. gestorben. In dem Interviewausschnitt schildert Frau B., wie sie für die Bordellarbeit ausgesucht wurde und was sie im Häftlingsbordell Mittelbau Dora erlebt. Ja, das war also der Interviewausschnitt aus dem Interview mit Frau B. Und jetzt kommt noch der zweite Interviewausschnitt. Das ist das Interview mit Frau B. Frau B. wurde 1918 im Kreis Güstrow in Mecklenburg geboren. Im Interview berichtet sie im Alter von 18 Jahren, also 1939, auf einem Gut bei Rostock eine Arbeitsstelle übernommen und einen Gastwirt kennengelernt zu haben, der Halbjude war. Schon kurze Zeit später sei sie auf dem Gut von Gestapo-Beamten verhaftet worden. Frau W. erzählte, ohne Erklärung nach Riebnitz ins Gefängnis gebracht und einen Tag später zur Gestapo nach Rostock transportiert worden zu sein. Sie sei dann in Einzelhaft gekommen und verhört worden. Sie berichtete, nicht gewusst zu haben, weshalb sie verhaftet worden war. Sie sei nicht politisch aktiv gewesen. Eine Erklärung für ihre Verhaftung sei ihr nicht gegeben worden. Im Dezember 1939 sei sie dann als Einzeltransport per Bahn in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück gebracht worden. In Ravensbrück habe sie in verschiedenen Arbeitskommandos arbeiten müssen. Wegen der Zubereitung zusammengesuchter Kartoffeln sei sie zu 8 Tagen verschärftem Arrest verurteilt worden. Danach sei sie in den Strafblock, also das Gefängnis des Lagers, gekommen. Sie berichtete vom Strafblock aus im Sommer 1943 gemeinsam mit 16 anderen Frauen für das Häftlingsbordell Buchenwald rekrutiert worden zu sein. Nach Ende des Krieges lebte Frau B. in der DDR. Dort wurde sie als Opfer des Faschismus anerkannt. Nach den Erzählungen von Frau W. hatten ihr politische Häftlinge, die sie in Buchenwald kennengelernt hatte, geholfen, diese Anerkennung zu bekommen. Nach dem Umzug in die BRD stellte sie einen Antrag auf Anerkennung als politische Verfolgte nach dem Bundesentschädigungsgesetz. Dieser Antrag wurde mit der Begründung abgelehnt, sie sei aufgrund asozialen Verhaltens verhaftet worden und wäre somit keine politisch verfolgt und hätte entsprechend keine Ansprüche. Ihre erste Klage gegen die Ablehnung stellte sie 1963. Nach jahrelangen Prozessen, in denen Frau W. nicht angab, im Buchenwalder KZ-Bordell gearbeitet zu haben, weil sie noch stärkere Diskriminierung fürchtete, gelang es ihr, als politisch verfolgt anerkannt zu werden und eine einmalige Entschädigungszahlung zu erhalten. Laufende finanzielle Unterstützung bekam sie nicht. Erst ab 1938 erhielt sie über den Landeshärtefonds für NS-Verfolgte des Landes Schleswig-Holstein eine laufende finanzielle Unterstützung. Die Zahlungen nach diesem Härtefonds orientierten sich an dem privat erworbenen Rentenanspruch. Aufgrund einer Rentenerhöhung wurde Frau W. der Anspruch auf die Unterstützung aus dem Härtefonds wieder entzogen. Frau W. starb am 6. Oktober 1990. Der Interviewausschnitt beginnt mit der Erzählung von Frau W. über die Zeit, in der sie in Ravensbrück im Strafblock war.
Das war der Vortrag und die Interview-Ausschnitte. Und ich übergebe jetzt an dich, Inge. Ja, danke. Und danke, Christa, dass du diese Frauen sichtbar gemacht hast. Denn ich denke, sie und ihre Geschichte müssen wirklich in unserem Gedächtnis sein. Die Geschichte während der Zeit und dann auch die Geschichte danach. Und wie furchtbar das ist. Ich denke, das hat wirklich alle hier mitgenommen, jetzt sehr mitgenommen. Auch wie mutig die Frauen waren und wie gut, dass du mit ihnen sprechen konntest und das gemacht hast. Denn ich denke, wir sollten sie wirklich kennen und von ihnen etwas wissen, damit die einfach bei uns bleiben. Ich würde wirklich ohne längere Zwischenrede einfach an Manu Schon jetzt weiterleiten und danach dann eben in die Diskussion gehen. Also gebe ich jetzt mit Dank an dich nochmal, Christa, und wirklich für diese Arbeit weiter an Manu. Ja, nach diesen bewegenden Tondokumenten ist es natürlich auch für mich jetzt schwer, daran anzuknüpfen. Und meine Aufgabe ist jetzt so ein bisschen, zum Glück hatten wir auch vereinbart, dass ich nicht so lange jetzt mehr danach spreche. Ich glaube, da sind auch alle, die sich vielleicht darüber nochmal austauschen wollen, sehr froh drüber. Ist jetzt an mir ein bisschen was nochmal zur Einordnung zu sagen, auch nochmal einen größeren Kontext zur gesellschaftspolitischen Einordnung vorzunehmen und über Militärprostitution im Allgemeinen, aber auch zu den Übergängen zu ziviler Prostitution und zu unserem Alltag als Frauen in patriarchalen Gesellschaften was zu sagen. Das ist ein großer Bogen, deshalb kann das nur schlaglichtartig jetzt passieren. Und ich bitte da um Nachsicht, dass ich da jetzt nicht, ich werde jetzt viel mit Beispielen arbeiten und versuchen, daran aufzuzeigen, dass wir es hier mit einem breiten Phänomen zu tun haben und ein paar Erklärungsansätze vielleicht zu geben oder Einordnungsversuche. Meine Ausführungen beziehen sich in großen Stücken auf feministischen Grundlagen von Autorinnen wie Susan Brown Miller, Cynthia Enloe, Lydia Cacho, Kathleen Berry, Sheila Jeffries, aber auch Viktor Malarek. Alle die genannten haben sich sehr intensiv mit dem Thema Militärprostitution auseinandergesetzt und natürlich auch mit geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen. Man kann eine generelle Beobachtung auf jeden Fall machen. Und zwar ist es die, dass die Nachfrage nach Prostitution dort am stärksten ist, wo Männer getrennt von Heimat und Familie in größeren Gruppen zusammenkommen. Da sprechen wir von den sexuellen Ansprüchen von Militärangehörigen, von reisenden Geschäftsleuten, Matrosen oder auch die heute sogenannten Expats, die einen umfangreichen Markt für Prostitution schaffen. Hier kommen oft, im Militär kommen oft die Vorstellungen, die wir bereits seit dem Mittelalter kennen, vor, also der männlichen Triebabfuhr, die notwendig ist. Und auch, was wir so als gemeinsamen Nenner sehr häufig haben, ist der Wunsch des Schutzes vor Geschlechtskrankheiten. Militär und Prostitution, das können wir ganz klar sagen und das werden auch die Beispiele zeigen, sind sehr eng verknüpft. Kathleen Berry schreibt dazu auch, dass rund um die Welt gilt die Prostitution als ein notwendiger und sogar patriotischer Dienst an unseren Jungs in Uniform. Und sie sagt auch, die Kolonialisierung von Frauen im Krieg beginnt mit der Massenvergewaltigung und sie gipfelt in der sexuellen Versklavung. Ein Beispiel, mit dem ich anfangen würde, wäre das sogenannte japanische Trostfrauen in Anführungszeichen System. Nur 6 Tage nach der japanischen Kapitulation, nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es den Vorschlag von Konoe Fumimaro in der Kabinettssitzung vom 21. August 1945 und ich zitiere: Als Notmaßnahme zum Schutz der blütenweißen Reinheit von 40 Millionen achtbaren japanischen Frauen möchten wir, dass sie Einrichtungen eröffnen, um den amerikanischen Truppen das Leben so angenehm wie möglich zu machen.
Also hier sehen wir, dass auch dort Prostitution vom Militär geplant und organisiert wurde. Und als Folge kam es zu der Freizeit, zur Gründung des Freizeit- und Unterhaltungsverbandes, also auf Englisch Recreation and Amusement Association, und zu der Eröffnung von Armeebordellen. Betroffen von diesem System der Militärprostitution waren 150.000 bis 200.000 Frauen, vorwiegend aus Korea, den Philippinen, aus China und Thailand. Und die meisten schrieben sich aufgrund von Hungersnöten und Arbeitslosigkeit in das Bordellsystem ein. Es gab auch schon eine Vorlage für das lizenzierte Bordellsystem, und zwar waren das es gab eine Vorlage, und zwar das lizenzierte Bordellsystem, was die Japaner bereits in den 1920er Jahren in Korea eingerichtet hatten. Korea wäre dann auch das Beispiel, also der Koreakrieg 1950 bis 1953. Hier wurden Lagerstätte im Umfeld der US-Airbasen eingerichtet, zum Beispiel American Town, umgeben von einer Mauer, komplett isoliert, mit eigenem Präsidenten und Vorstand. Es wurden Apartments an die prostituierten Frauen vermietet. Die Frauen wurden registriert. Es gab wöchentliche Pflichtuntersuchungen. Es wurden Gesundheitszeugnisse ausgegeben, die diese mit sich tragen mussten. Und die Aufsicht führte das koreanische Ministerium für Gesundheit und soziale Angelegenheiten. Also diese Beispiele, wie das organisiert wurde, wecken sicherlich die ein oder andere Assoziation auch. Ein anderes Beispiel wären die mobilen Feldbordelle der französischen Fremdenlegion. Hier musste eine Frau täglich 60 bis 80 Legionäre bedienen. Und die Franzosen wurden dann infolge durch die Amerikaner, also im Vietnamkrieg, abgelöst. Es gab eine weltliche Stadt von Bordellen und Massagesalons mit Frauen aus Vietnam, Thailand und Laos. Die Frauen waren zum Teil Flüchtlinge, die alles verloren hatten. Und wir sprechen hier von 300.000 bis 500.000 prostituierten Frauen, die davon betroffen waren. Es gibt aber auch Beispiele aus der jüngeren Geschichte und auch in Bezug auf Friedenstruppen. Zum Beispiel in Kambodscha stieg nach dem Einsatz der Friedenstruppen die Zahl der prostituierten Frauen von 1.500 auf 20.000 an. Wir könnten 1992 nach Mosambik schauen, 1995 nach Ruanda in den 2000er Jahren, also in der jüngeren, ganz jüngeren Geschichte, nach Westafrika, Liberia, Guinea, Sierra Leone, wo Prostitution im Tausch gegen Essen und Medizin angeboten wurde, in Anführungszeichen angeboten. Also man kann sagen, die Friedenstruppen verhalten sich wie Prostitutionstouristen, die sich nehmen, was sie wollen und die Armut ausnutzen. Die Prostitution der Friedenstruppen kann auch die Form von eheähnlichen Arrangements annehmen, also zum Beispiel sexuelle und häusliche Dienste im Tausch gegen den Lebensunterhalt oder Bezahlung. Also man spricht hier von der Übernahme der Eigentümerschaft einzelner Frauen, also die Frau für sich alleine zu haben. Und aus Sicht der Frau bedeutet es, die Anbindung an einen Mann bietet Schutz gegen den sexuellen Gebrauch und den Missbrauch durch viele Männer. Es gibt im Übrigen auch sehr viele ähnliche Berichte aus Deutschland nach 1945. Frauen treten oft in die Militärprostitution ein, weil sie bereits betroffen waren von schweren Entbehrungen, Armut, Vergewaltigung, häuslicher Gewalt oder Vergewaltigung durch Familienmitglieder. Es braucht also keinen Zwang durch Menschenhändler und Zuhälter, um sie in der Prostitution wiederzufinden. Im nächsten Teil möchte ich nochmal einen Zusammenhang aufmachen zwischen der Militärprostitution und der Prostitutionsindustrie beziehungsweise dem heutigen Prostitutionstourismus. Es gab zum Beispiel ein Military Base Agreement, also ein Abkommen zwischen dem amerikanischen Militär und den Philippinen zur Einrichtung von Prostitution nach dem Zweiten Weltkrieg. Bevorzugte Praktiken, die man hier finden konnte, und Entschuldigung für die deutlichen Worte, drei Löcher, also Penetration von
Vagina, Anus und Mund und Boxen und Ringen und Oralsex durchgeführt unter den Tischen. Und das sind auch bekannte Praktiken aus den bekannten Prostitutionstourismus-Destinationen. Nach der Schließung von Angeles City und Subic Bay wurden die Frauen nach Guam, Okinawa und auch nach Deutschland und nach Korea gehandelt. Und 1999, also auch noch gar nicht so lange her, gab es ein neues Visiting Forces Agreement, wo die genannten Städte dann auch wiederbelebt wurden. Heute sind die Philippinen in hohem Maße vom Prostitutionstourismus wirtschaftlich abhängig. Und was wir auch feststellen können, dass ein Viertel, also ca. 100.000 der 400.000 prostituierten Mädchen und Frauen dort minderjährig sind. Die Bars und Hotels werden heute durch Amerikaner, Australier und Neuseeländer über philippinische Strohfrauen betrieben. Die Prostitutionstouristen sind extrem jung, manche fast noch Teenager. Sie reisen in Gruppen. Ähnliches können wir von deutschen oder britischen Männern auf den Junggesellentouren nach Prag zum Beispiel sehen. Es geht hier um ein männliches Zusammengehörigkeitsgefühl. Es geht darum, Frauen, die untergeordnet werden, zu benutzen. Und es geht auch immer um rassistische Motive. In der jüngeren Zeit, wenn wir uns die Philippinen anschauen, gibt es ein neuer entstehendes Zentrum in Zamboanga im Süden. Hier kämpfen die US-Truppen gegen den islamistischen Terror in diesem Gebiet und auch hier erleben wir wieder die Entstehung von Prostitutionszentren. Ein anderes Beispiel hier in Europa wäre Ex-Jugoslawien. Der Bosnienkrieg 1991 bis 1995. Viele haben davon gehört, von den Vergewaltigungen der serbischen Paramilitärs, um die muslimische Bevölkerung zu vertreiben. Hier wurde die Prostitution verknüpft, auch mit einem Völkermord und der Auslöschung der ethnischen Gruppen. Catherine McKinnon schrieb hierzu, dass die Vergewaltigungslager Resultat der Einstellungen in Jugoslawien vor dem Krieg waren. Und zwar war der Pornomarkt in Jugoslawien, der galt als der freieste der Welt und die Region war mit Pornografie übersättigt. Sie schrieb, wenn Pornografie derart zur Normalität wird, wird eine ganze Gruppe von Männern darauf vorbereitet, Frauen nicht mehr als Menschen zu sehen und sexuelle Gewalt zu genießen. Einige der Zuschauer der Vergewaltigungen dort drückten mitunter Zigarettenstummel auf den Körpern der weiblichen Opfer aus. Eine Praxis, die sich auch in amerikanischen Stripclubs finden lässt. Wir können uns natürlich auch die Frage stellen, ob die Verstrickung ex-jugoslawischer Clans in die organisierte Kriminalität und Prostitution und Menschenhandel heute in Deutschland vielleicht auch hiermit in einem Zusammenhang stehen. Aber auch hier wieder die UN-Friedenstruppen errichteten Prostitutionsindustrien im Kosovo und waren selbst verstrickt in den Handel mit Frauen. Carol Harrington schrieb hierzu, die Erhaltung des Friedens schafft Gewaltverhältnisse für Frauen und Mädchen in der Sexindustrie, indem sie einen lukrativen Markt von Käufern aus hochbezahlten, militarisierten Männern schafft. Und dann würde ich gerne noch auf das Beispiel Thailand eingehen. Heute haben wir einen sehr florierenden Prostitutionstourismus nach Thailand. Jeder wird es wissen, oder jede. Und es gab auch infolge der dortigen Errichtung der Prostitutionsmärkte einen florierenden Heiratshandel mit Frauen auch nach Europa und Deutschland. Stichwort wären hier die sogenannten Katalogbräute. Haben wir heute auch immer noch dann meistens halt aus Osteuropa. Zufälligerweise sind es auch die osteuropäischen Frauen, die die Mehrheit der Frauen in den deutschen Bordellen stellen. Auch hier war die Militärprostitution der Wegbereiter. Die örtlichen Frauen werden nach Beendigung des Krieges oft zu Rohmaterial der globalen Sexindustrie werden weltweit gehandelt. In den 80er und 90er Jahren war es sehr weit verbreitet, thailändische Frauen mit Prostitution gleichzusetzen. Sheila Jeffries sagt deshalb auch, was die Prostitutionstourismus-Destinationen angeht, die aus dem Kriegsdienst entlassenen Sexkrieger kehren auf ihre Spielplätze zurück.
Also man kann sagen, die asiatische Prostitutionstourismusindustrie ist ein direktes Relikt der Ruhe- und Erholungszentren der sogenannten des US-Militärs. Und was man auch sagen muss, ist, dass die Funktionsweise der Bordelle in legalisierten Prostitutionsregimen, also zum Beispiel in Deutschland, diesen Militärbordellen frappierend ähnelt. Es werden den Frauen vermeintliche Schulden nach der Anwerbung eingeredet. Die Rezeption wird organisiert, das Gebührensystem ist sehr ähnlich und auch die physischen und psychischen Beschwerden der Frauen durch die mechanische Beanspruchung durch sehr viele Männer an einem Tag haben wir bei beiden. Jetzt möchte ich noch mal ein bisschen auf Erklärungsansätze eingehen. Also Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit sind im Militär sehr, sehr zentral. In den Armeen werden Soldaten dazu ausgebildet, keine Gefühle zu zeigen, keine Schwächlinge, Schwuchteln oder Weiber zu sein. Frauen im Militär werden denselben Regeln unterworfen und sie müssen ihren Mann stehen, um gute Soldatinnen sein zu können. In der Ausbildung lernen Soldaten, ihr Mitgefühl für das Leid anderer Menschen abzutöten. Prostitution und Pornografie sind hierfür ein perfektes pädagogisches Instrument. Und sexuelle Kontakte, egal ob jetzt nun Vergewaltigung oder Bordellbesuch, dienen zur Abhärtung. Im Militär werden Prostitution und Pornografie bewusst genutzt, um eine Maskulinisierung voranzutreiben. Und diese ermöglicht es, Frauen als das andere zu sehen. Ein Beispiel wäre 1971 die Eroberung Bangladeschs durch das pakistanische Militär. Hier wurde Pornografie genutzt, um die Aggressionsbereitschaft zu fördern. Und in Folge wurden Hunderttausende von Frauen über diese Motivation vergewaltigt. Ein weiteres Beispiel wäre die Dokumentation Armadillo aus den frühen 2000er Jahren. Hier sieht man, wie dänische Militärs Pornos konsumieren, bevor sie auf eine Patrouille im NATO-Einsatz starten. Nach einer Befragung im Norden Thailands haben 97% der befragten Soldaten regelmäßig Prostituierte aufgesucht und 3/4 hatten sogar ihr erstes Mal, also ihren ersten sexuellen Kontakt im Bordell. Nach dieser Maskulinitätssichtweise ist ein echter Mann zäh. Er beschützt die eigenen Frauen und übt Gewalt aus, auch gegen die anderen Frauen. Und demgegenüber steht eine Weiblichkeit, nach der die Frau loyal ist und sich selbst aufopfert, also für den Mann aufopfert. Die Frau bewundert in der militarisierten Fantasie den Soldaten freier. Sie ist dankbar für kleine Zahlungen. Sie schweigt über seine Gewalt und erwartet als Gegenleistung nur ein wenig Warmherzigkeit. Und ihre natürliche Rolle ist die der Beschützten und der Dankbarkeit. Es gibt auch ganz klar den Zusammenhang zwischen Flucht vor Krieg und der Rekrutierung für Prostitution. Und Maskulinität ist eben die Voraussetzung für das Funktionieren von Militär, sagt Jeffrey sogar. Wenn wir uns anschauen, auch nochmal die Seite der prostituierten Frauen, dann kann man feststellen, dass die Wertvorstellungen der Mächtigen, und das haben wir ja in allen hierarchischen Systemen, übernommen werden. Also es wachsen Generationen von Frauen auf mit dem Selbstverständnis, dass Frauen vergewaltigt und sexuell versklavt werden, also zum Beispiel auf den Philippinen, oder dass man den Lebensunterhalt für die Familie durch Prostitution verdient. Und ökonomisch und rechtlich marginalisiert zu sein, das habe ich jetzt auch schon zweimal gesagt, macht es für jedes Mädchen und jede Frau wahrscheinlich, sexuell ausgebeutet und von Männern für das eigene Vergnügen benutzt zu werden. Man kann aber auch die militärische und zivile Prostitution erstens nicht voneinander trennen und man kann Prostitution nicht von geschlechtsspezifischer Gewalt im Speziellen trennen. Also der Gesamtkontext, über den wir hier reden, ist Gewalt gegen Frauen. Und zwar Gewalt gegen Frauen, weil sie Frauen sind. Und der Kern der Gewalt trifft hier das Weibliche, also den weiblichen Körper. Catherine MacKinnon schrieb auch, Männer tun im Krieg, was sie im Frieden tun. Und Ruth Seifert, Frauen werden nicht vergewaltigt, weil sie Feindinnen sind, sondern weil sie Objekte eines fundamentalen Hasses sind, der das kulturell Unbewusste charakterisiert und sich in Krisenzeiten in die Realität umsetzt. Und wir können
hier auch nochmal diese Trennung machen zwischen öffentlicher und privater Sphäre. Wenn wir es mit Militär zu tun haben, dann erleben wir oft, dass zumindest eine Art öffentliche Kritik vorhanden ist. Also wenn, vielleicht erinnern sich einige auch an die Diskussionen zu den UN-Friedenstruppen und der Ausbeutung auch von minderjährigen Mädchen. Während die zivile Prostitution eben in die private Sphäre geschoben wird, also deshalb hat sie eine Legitimation und die Politik hat sich daraus zu halten. Also man kann hier auch nochmal einen Rückgriff nehmen auf die juristische Praxis, die sich in Bezug auf Vergewaltigung sehr unterschiedlich entwickelt hat, während Vergewaltigung durch einen Fremden schon sehr viel früher ein Straftatbestand war, wurde es in Deutschland zum Beispiel erst 1997 ein Straftatbestand der Vergewaltigung in der Ehe. Die Militärprostitution ist verwerflich, weil sie die Eigentümerschaft und die nationalen Grenzen verletzt. In der zivilen Prostitution üben jedoch ortsansässige Männer ihre Rechte über ihre Frauen aus. Nur noch mal zur Erinnerung, die sexuelle Freiheit von Frauen bedeutet, zu entscheiden, wann, wie und ob sie mit einem Mann Sex haben wollen. Und Prostitution ist immer sexuelle Ausnutzung zur egoistischen Lustbefriedigung. Und auch in dem sogenannten japanischen Trostfrauensystem gab es die Diskussion über Freiwilligkeit. Die auf der einen Seite diejenigen, die sagten, dass japanische Trostfrauen keine Prostituierten waren, sondern sexuell versklavt wurden. Und zum Beispiel der japanische Staat, der betonte, dass Trostfrauen freiwillige Prostituierte waren. Beide Seiten verkennen in meinen Augen den Gewaltcharakter, der der Prostitution inne liegt. Also wir können nicht unterscheiden zwischen freiwilliger Prostitution und sexueller Versklavung, weil es geht immer um die Bedürfnisse und Wünsche der Freier. Sheila Jeffries schreibt dann auch, dass der neoliberale Sexarbeitsdiskurs auch in Bezug auf das Militär angewandt wird. Sie betont wird in diesem Diskurs, dass nicht der Sex an sich das Problem sei, sondern die Armut. Im Übrigen auch bei Minderjährigen, die auch denen auch eine Handlungsmacht hier zugeschrieben wird. Und es wird die Freiwilligkeit und die Handlungsfähigkeit der Akteurinnen betont. Es wird von einem Empowerment gesprochen. Und dieser Ansatz ist eben sehr individualistisch, ohne eben den Gesamtkontext zu sehen. Die feministische Sichtweise wäre, dass es sich um sexuelle Ausbeutung handelt und Prostitution als Arbeit, also Leibdienst am Mann zu bezeichnen, per se antifeministisch ist. Also ich persönlich, ich weiß nicht, wie es anderen ging, eben auch in einem Vortrag, bekomme Gänsehaut, wenn ich das nur in diesem Kontext höre. In meinen Augen liegt hier auch ein Erklärungsansatz, warum die hier geschilderten Betroffenen des Nationalsozialismus in unserer Erinnerungskultur nur so marginal vorkommen, sowohl in der Erinnerungskultur als eben auch in der Forschung. Sehr gut, dass es wenige Beispiele gibt, wie Frau Paul, die da zu forschen. Und in den Köpfen ist dann oft so ein Bild, dass die Frauen sich ja freiwillig gemeldet haben. Wir haben das auch eben gehört, dass es sehr häufig gesagt wird, die freiwillige Meldung. Sie hatten ja auch was davon. Und dass sehr, sehr viel aus diesem Vergewaltigungsdiskurs, she asked for it. Und dieser Diskurs macht eben die Mitschuldigen, macht sie zu Mitschuldigen an ihrer eigenen sexuellen Ausbeutung und beruhigt das Gewissen der Bevölkerung. Zum Schluss möchte ich noch mal was sagen zu Rape Culture, also die Kultur, in der wir leben, und Krieg als Normalzustand im Leben von Frauen, mit einem Fragezeichen dahinter. Robert Jensen nimmt in seinen Ausführungen über die Rape Culture Bezug auf die Aussage von zwei jungen Studentinnen an der Universität von Texas, die als Schutzstrategie, wenn sie ausgehen, beschreiben, dass sie in Gruppen dorthin gehen und niemals jemanden zurücklassen. Also die Phrase ist, we never leave anyone behind. Er weist darauf hin, dass dies eine Phrase ist, mit der sich Soldaten im Krieg ihre gegenseitige Verpflichtung versichern. Und für ihn ist es ein Zeichen dafür, dass Frauen gezwungen sind, sich dort, wo sie eigentlich Spaß haben sollten, wie an der Front zu verhalten.
Ein Merkmal einer Vergewaltigungskultur ist eben auch, dass Konsens ein unbrauchbares Konzept ist. Es gibt zum Beispiel eine Studie, nach der sich nur 27% der Frauen, die nach juristischer Definition Opfer einer Vergewaltigung geworden sind, selbst als Vergewaltigungsopfer bezeichnen würden. Und 88% der Männer, die einen Übergriff schilderten, der nach juristischer Definition als Vergewaltigung klassifiziert würde, sich selbst nicht als Vergewaltiger ansehen. Also oft sind offensichtlich weder Täter noch Opfer in der Lage, eine Vergewaltigung als solche zu erkennen. Ich möchte schließen damit, dass ich sage, dass wenn wir geschlechtsspezifische Gewalt effektiv bekämpfen wollen, dann müssen wir uns von diesen Diskursen trennen und uns mit Zwangsverhältnissen auseinandersetzen, die in den patriarchalen Machtverhältnissen liegen, also nicht nur in Armut, obwohl die natürlich auch oft ein Faktor ist. Also Männer haben natürlich mehr Geld als Frauen, das wissen wir. Aber besonders wichtig sind die gesellschaftlichen Vorstellungen von Geschlechterrollen, also das, was Feministinnen mal als Gender bezeichnet haben und überwinden wollten. Und die sind hier in erster Linie zentral. Ich habe auf die Männlichkeits- und Weiblichkeitsvorstellungen, die im Militär auch zugrunde liegen, hingewiesen. Und was mich immer wieder überrascht, wenn ich zu dem Thema international auch referiere, ist, dass in kaum einem Land die Debatte um geschlechtsspezifische Gewalt so getrennt ist von der Prostitutionsindustrie wie in Deutschland. Während in anderen Ländern, insbesondere in den spanischsprachigen Ländern, sehr eindeutig Bezug genommen wird auf die Rolle von Pornografie und Prostitution, wird hier so getan, als sei das eine, als sei geschlechtsspezifische Gewalt das eine und Prostitution und Pornografie etwas völlig davon losgelöstes und etwas völlig anderes. Und ich denke, es würde Sinn machen, uns hierüber Gedanken zu machen und zu schauen, wie wir das auch vielleicht ändern können. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Genau, die Aufzeichnung wird jetzt beendet, weil wir jetzt in die Diskussion einsteigen.